Andreas Wieber brachte dieses sperrige Händlerstück zu Bares für Rares. Für 16.30 Uhr zwei Stückchen Sahnetorte. Moment bitte, ich bin am Tür. Keine Privatsphäre. Also ich war direkt begeistert von dieser Telefonzelle. Ich hatte auch schon mal eine aus Amerika. Ja, die sind sehr beliebt, sind selten und dadurch halt auch sehr gesucht. Da ist alles original dran, bis auf die Aufkleber, die haben wir nachträglich da drauf geklebt. Ansonsten ist sie wirklich im recht guten Erhaltungszustand für das Alter. 800 bis 1000 Euro in dem Zustand. Ja, mein Lieber. Wunderbar. Bitte schön. Also ich habe einen ganz großen Faible für solche Objekte, weil sie außergewöhnlich sind und weil sie halt auch Dinge, ich mag halt gerne Dinge, die nicht jeder hat. Eine echte Rarität. Jeder kennt sie, keiner sieht sie mehr. Ja. Ich fange mal mit 100 Euro an. Ich mache jetzt mal weiter mit 200 Euro. 50. 300. Mir war klar, dass Roman mein einziger Konkurrent ist. Auf den muss ich mich fokussieren. 350. 400. Ich möchte diese Telefonzelle haben. Und dann ist dieser Preis eigentlich eher Nebensache. Also meine Vorstellung lag wesentlich höher, aber 500 Euro wären schon. Dann gebe ich Ihnen die 500 Euro. Dann bin ich einverstanden. Gut. Also ich habe das große Glück, dass ich halt nicht nur verkaufe, was mein Hauptgeschäft ist, sondern ich verleihe halt auch für Film und Fernsehen. Und was hat Markus nun mit der Telefonzelle vor? Bei der Telefonzelle ist es jetzt einfach halt ein Auffrischen, was wir hier machen müssen. Zumindest beim Aufkleber entfernen kann Markus noch selbst Hand anlegen. Der wehrt sich auf jeden Fall ein bisschen, oder? Für alles andere hat Markus seinen Angestellten Guido Holischek. Hi. Guido. So. Ich würde gerne hier die Rückwand erneuern, weil die halt auch so total angefressen ist da unten. Ich habe schon eine Holzplatte besorgt. Ja. Dann setz die bitte drauf. Dunkelbeizen. Das ist erstmal hier hinten das Einzige. Okay. Ja? Mhm. Guido ist seit vielen Jahren ein Mitarbeiter von mir. Und das Tolle an Guido ist, dass er viele Dinge kann. Innen machen wir das dann halt auch. Auffrischen halt das Ganze. Okay. Wichtig ist, dass das Licht hier oben halt funktioniert. Kriegen wir ja? Hin. Mhm. Dann viel Spaß. Danke. Es darf halt auch nicht blitzeblank und neu aussehen. Das muss ja auch authentisch sein. Tausendsasser Guido macht sich ans Werk. Zunächst muss die alte Rückwand entfernt werden. Wichtig ist es, das machen viele falsch, dass man den richtigen Schraubenzieher für die Schraube findet. Wenn der zu klein ist hier vorne, zu schmal, dann wird die Schraube nur rund. Der Schraubenzieher wäre viel zu klein. Und der wäre besser. Aber auch der richtige Schraubenzieher ist nicht die Lösung für jede Schraube. Die Schraube werde ich nicht lösen können. Die ist schon viel zu rund. Ich werde die ausbeiteln müssen. Und danach werde ich die wahrscheinlich mit der Zange rausdrehen oder absägen müssen. Durch das Ausbeiteln kann Guido die Rückwand auch trotz kaputter Schraube entfernen. Danach reicht eine Zange, um die Problemschraube loszuwerden. So, ist die auch draußen. So, perfekt. Nachdem die neue Rückwand festgenagelt wurde, werden die Aluminiumteile mit gewöhnlicher Autopolitur und einem Stück Stahlwolle poliert. Nun geht es ans Beizen der neuen Rückwand. So, man beizt natürlich von oben nach unten. Und wichtig ist, immer mit einem sauberen Tuch hinterher zu wischen, damit das ein ebener Farbverlauf wird. Auch der Rest der alten Telefonzelle bekommt eine Auffrischung. So verschwinden kleinere Kratzer und Abnutzungen in der Oberfläche. Da die Beize aber wasserlöslich ist, braucht das Holz noch eine weitere Schutzschicht.
Nachdem ich den Schrank mit der Walze nochmal nachkoloriert habe, werde ich jetzt eine Versiegelung auftragen. Eine sogenannte Ballenmattierung. Das ist eine klare Flüssigkeit. Die heißt deswegen Ballenmattierung, weil man die mit einem Stoffballen aufträgt. Die wird also nicht gepinselt. Und der Vorteil ist, die Trocknungszeit ist extrem kurz. Das Wort Mattierung ist hierbei allerdings irreführend, da diese Oberflächenbehandlung ein glänzendes Ergebnis zur Folge hat. Nun sorgt Guido noch dafür, dass die Lampe in der Telefonzelle wieder leuchtet. So, hier hast du schon mal das Telefon. Ah ja, okay. Ich habe mir gedacht, dass wir das so ein bisschen jetzt auf ein bisschen auf Amerika trimmen. Ja. Auf 20er, 30er Jahre. Ja, das passt ja. Und der Aufkleber ja. ist nicht ganz weggegangen. Ja, aber die Säure hat sich reingefressen. Ja gut, das war fast zu erwarten. Aber ich habe den Plan B. Ach. Das ist von der Metro aus New York. Wunderbar, ja. Und dann passt das, ja? Toll. Klickst dir oben drauf. Alles klar. Ran an den letzten dekorativen Feinschliff. Ich habe 500 Euro für die Telefonzelle bezahlt. Sie wurde aufgearbeitet. Wir haben ein wunderschönes Telefon eingebaut. Und inklusive aller Materialien muss man schon einen Verkaufspreis von Minimum 2000 Euro einplanen. Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Wenn wir so eine Telefonzelle vermieten, dann liegen wir sicherlich bei 300 bis 400 Euro pro Woche. Also mit anderen Worten, wenn ich das Ganze 10-mal verleihe, würde ich halt einen viel besseren Schnitt erzielen. Und das ist dieses Prachtstück sicher wert. Wem dieser Umbau gefallen hat, der kann mir hier gerne ein Like hinterlassen, kann uns gerne abonnieren. Und ich freue mich natürlich über jeden Kommentar, den ich natürlich persönlich lesen werde. Und ich freue mich auf mehr.